Ja, Friede sei mit euch und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es nochmal explizit um die Bedeutung der beiden Gehirnhälften, der linken und rechten Gehirnhälfte und ihrer Funktionen und wie diese beiden Gehirnhälften eins sein sollen und müssen, um ein Mensch nach dem Ebenbilde Gottes zu sein, so wie er es auch geschaffen hat. Den Menschen in seinem Ebenbilde, nämlich als Mann und als Frau. Die ganze Natur ist ein Spiegel dessen, dass nur durch die Vereinigung des Männlichen mit dem Weiblichen wieder neues Leben erschaffen werden kann. So wurde die ganze Schöpfung hervorgebracht durch die heilige Union des heiligen Logos, des göttlich-männlichen mit dem heiligen Geist, der heiligen Weisheit, des göttlich-weiblichen, der göttlichen Liebe. Und wir haben einerseits, wie gesagt, das heilige Gesetz. Ebenfalls der Logos kann man sagen, das Männliche. Und dann haben wir natürlich auch noch die Erkenntnis dieses Gesetzes, ohne die das Gesetz sozusagen der Mensch sich selbst sozusagen dann durch dieses Gesetz richtet. Denn dieses Gesetz ist, wie Jesus auch sagte, seit den Tagen von Adam und Eva Richter über die Lebenden und Toten. Und nur die Erkenntnis dieses Gesetzes, nämlich die göttliche Liebe, kann dieses Gesetz auch erfüllen. Hallo, heute. Aber, jetzt habe ich schon wieder auf Play gedrückt. Aber diese beiden Dinge müssen halt auch in einer heiligen Union miteinander dort vorhanden sein. Und das bedeutet auch nicht, die göttliche Liebe bedeutet, wie ich auch schon in meinem einem vorherigen Video gesagt habe, dass man zu allem Ja und Amen sagt, dass man jedes Unrecht geschehen lässt, dass man sich nicht wehrt gegen diejenigen, die Unrecht tun und Böses tun, was natürlich nicht heißt, dass man losgehen soll und ihr Blut vergießen soll. Man kann sich natürlich auch körperlich bis zu einem gewissen Grad dagegen wehren oder zumindest dagegen stellen. Aber wie gesagt, wenn es dann darum geht, Blut zu vergießen, dann ist das natürlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ne, sondern wie gesagt, das Oberste und das Wichtigste an all dem ist natürlich erstmal die Wahrheit zu verbreiten, die Wahrheit zu verkünden und zu verbreiten, damit natürlich die Lüge nicht länger herrschen kann. Und dann ist es auch überhaupt gar nicht notwendig, irgendwelche körperliche Gewalt oder dergleichen einzusetzen, sondern dann ist das Böse und der Vater der Lüge natürlich machtlos. Ne, und deswegen tut er natürlich alles, um die Wahrheit zu unterdrücken, wie ich schon mehrfach sagte. Und wir sehen jetzt auch hier in diesem Video, wie dort die Herrschaft des Vaters der Lüge, des Vaters des Schwertes und des Blutvergießens und seines auserwählten Volkes hier auf Erden funktioniert. Nämlich über die Kontrolle dieser beiden Gehirnhälften. Einerseits der linken Gehirnhälfte, die für sein auserwähltes Volk natürlich gilt. Deswegen auch hier diese aufrechte Pyramide. Meines Erachtens ist das halt auch die Bedeutung auf dem 1-Dollar-Schein, nicht etwa das allsehende Auge, denn das wäre ja die Erkenntnis sozusagen hier in der Mitte, wenn beide Gehirnhälften sozusagen im Einklang sind, sondern das ist nichts anderes als die Herrschaft des göttlich-männlichen, des Gesetzes sozusagen, des Logos, ohne die Erkenntnis desselben. Nämlich ohne die göttliche Liebe. Der reine, pure Intellekt, das reine Maskuline herrscht hier auf Erden. Ne, ohne jegliches Mitgefühl, ohne jegliches Skrupel und dergleichen. Sowas gibt es dort nicht. Und ich habe auch in meinem vorherigen Video, das werde ich euch mal eben hier zeigen, Nummer 336, über die Illuminati Monarch Mind Control. Teil 13, dort geht es hier um Split Brain Work, sprich um die Kontrolle und Trennung dieser beiden Gehirnhälften. Einerseits bei ihren Monarch-Ultrasklaven und bei ihnen selbst wird dort die linke Gehirnhälfte alleine in den Vordergrund gerückt. Die rechte wird quasi vollkommen getrennt und auch, ja, man kann sagen, außer Kraft gesetzt. Sie ist quasi nicht vorhanden oder wird. Zumindest sie ist tot, sie wird nicht genutzt. Und bei den Sklaven, die wir hier gleich sehen werden, bei den Normis, bei den Nicht-Juden, bei den Goyim sozusagen, bei denen soll natürlich die linke Gehirnhälfte
außer Kraft gesetzt werden. Und es soll alleine die rechte Gehirnhälfte dort herrschen und regieren, sozusagen funktionieren. Denn das ist ja der perfekte Sklave, der alles über sich ergehen lässt und der auch nicht fähig ist zu logischem, analytischem Denken, zu Kritik beziehungsweise zu kritischem Denken, zum Hinterfragen und dergleichen. Und das wird jetzt hier gleich nochmal in dem Video offenbar werden. Und auch in diesem Video empfehle ich euch wirklich, das anzuschauen. Denn diejenigen, die an der Macht sind, das auserwählte Volk Luzifers und Satans, die haben das Gehirn schon absolut erforscht und verstanden und verstehen auch, wie sie es kontrollieren und manipulieren können. Und wie sie es auch bei ihren Monarch-Mind-Control-Sklaven tun, dass sie dort, wie gesagt, die eine Seite komplett abschalten und dass nur noch die andere vielmehr dann herrscht. Und wir schauen uns jetzt mal an, was hier die Eigenschaften dieser beiden sozusagen, was mit diesen beiden Gehirnhälften assoziiert wird. Wie gesagt, die linke ist vor allen Dingen halt der Intellekt, ne, deswegen auch die Herrschaft der KI, die ja auch purer Intellekt ist und die bar jeder Emotion oder dergleichen ist. Wie gesagt, jeglicher Skrupel, jegliches Gewissen, jegliche Moral, jegliche Ethik, Mitgefühl, Liebe, all diese Dinge sind dort in 0,0 vorhanden, sondern es herrscht dort der reine Intellekt, die Logik, das analytische Denken, Wissenschaft, Mathematik, dergleichen. Und bei den Sklaven soll natürlich nur die rechte Seite herrschen. Ne? Somit ist der Sklave dann sozusagen absolut naiv, kann man sagen. Ne? Manche streiten sich über die Bedeutung des Wortes naiv. Was ich damit meine, ist, dass er halt absolut gefühlsgesteuert ist, sozusagen. Und das machen ja auch die Illuminaten und die Eliten ganz gerne mal, diese gefühlsbasierte, traumabasierte Gedankenkontrolle, wo sie dann über die Gefühlsebene kommen, dann über irgendwelche Horrorszenarien und Bilder, die dann dort gezeigt werden, um dann, wie gesagt, diese Traumata auszulösen und dann dadurch die Gedanken zu kontrollieren. Und wer allein hier durch die intuitive oder feminine Seite regiert wird, der ist nicht in der Lage zu analytischem, logischem Denken, Dinge zu hinterfragen, zu erkennen, zu recherchieren und dergleichen. Und somit herrscht auf dieser Welt quasi die rechte über die linke Gehirnhälfte. Ja, aber auch nur, wenn, also bei den Menschen, bei denen diese beiden Gehirnhälften im Einklang sind, dort kann natürlich die Elite, die linke Gehirnhälfte, nicht über die rechte herrschen, weil natürlich solche Menschen in der Lage sind, kritisch zu denken, logisch zu denken, die Lügen zu erkennen, zu durchschauen und halt auch zu studieren und so weiter und so fort, durch Recherchen zu erkennen, die Lüge von der Wahrheit zu erkennen und auch zu trennen. Und das ist natürlich der absolute Albtraum für diese Menschen, die Elite, das auserwählte Volk Satans, Luzifers, dass es Menschen gibt, die dazu in der Lage sind und trotzdem das göttlich-männliche, weibliche auch in sich tragen. Deswegen halt auch dieses Symbol, was von den Juden, ja von Israel, missbraucht und gestohlen wurde. Wir kennen dieses Hexagramm, dieses sechseckigen Stern. Den tragen sie natürlich, ja, wie soll ich sagen, nur zur Zierde. Denn bei ihnen gibt es dieses nach unten gerichtete Dreieck, was das göttlich-weibliche symbolisiert, die Erkenntnis des Gesetzes, ist natürlich dort in keinster Weise vorhanden. Sondern sie sind natürlich die absoluten Gesetzes, ja, Sklaven kann man schon fast sagen. Aber sie haben auch nicht die geringste Erkenntnis dieses Gesetzes. Ne? Denn diese Erkenntnis ist die allumfassende göttliche Liebe, die zum Wohle aller Geschöpfe tut. Und die sich aber trotzdem auch ja, gegen das Unrecht stellt, diese Menschen. Ne? So wie es auch sagte, dass derjenige, der ein Unrecht gegen irgendein Geschöpf Gottes dort geschehen lässt,
einfach so, der lässt es zu, als sei es ihm selbst geschehen. Deswegen tun wir die Dinge, die wir auch nur dem geringsten unserer Mitbrüder und Schwestern antun, auch ihm an, im Guten wie im Schlechten. So, und das soll jetzt für die Einleitung erstmal reichen. Wie gesagt, schaut euch diesen Teil 336 an. Die Eliten wissen schon lange, wie sie ihre Herrschaft dort unangefochten errichten, nämlich dadurch, dass sie die linke Gehirnhälfte alleine kontrollieren, zu 100% sozusagen, alleine von der linken Gehirnhälfte kontrolliert sind, die, wie gesagt, nur auf irdische Dinge halt auch gesinnt ist. Ne, deswegen hat Jesus ja auch gesagt, wir sollen uns keine Schätze auf Erden sammeln. Ne, was tun die Juden? Sie sammeln sich Schätze, die sie in 100.000 Jahren niemals imstande wären, auch nur annähernd auszugeben, während sie den Rest der Welt dort in Armut und Elend, im wahrsten Sinne des Wortes, dort verhungern und verkommen und verenden lassen. Nur damit sie dort Dinge horten, die sich bis auf den Mond auftürmen. So, und wie gesagt, dieses Video ist hier von Tillmann Knechtel. Ich werde das einfach mal eben abspielen und dann hier und da noch etwas dazu sagen. Heute will ich über ein weiteres wichtiges Thema sprechen, über das ich in den deutschen alternativen Medien noch sehr wenig bis gar kein Wort gehört habe. Es ist das in Anführungszeichen geheime Wissen über das Zusammenspiel der zwei Gehirnhälften. Ich will darüber sprechen, was dieses Wissen für uns bedeutet, beziehungsweise wie die Elite dieses Wissen ausnutzt, um uns zu steuern. Ich muss nicht damit hinterm Berg halten, dass das Material, das ich jetzt bespreche, nicht von mir ist, sondern von dem Ex-Satanisten Mark Passio. Mark Passio ist ähnlich wie Hans-Hermann Hoppe eine der Personen, die wirklich Außerordentliches für die Freiheit leistet und jemand, der Libertarismus auf das nächste Level bringen könnte. Er ist aus der Church of Satan von Anton LaVey ausgetreten und klärt sein Publikum jetzt über die Geheimnisse auf, die die Elite vor uns versteckt. Und praktisch nichts von seinem Wissen und seinem Material beißt sich mit dem, was ich erzählt habe, bevor ich ihn kennenlernen durfte. Er hat nur mein Wissen nochmal erweitert. Es geht um Okkultismus, um dunklen Okkultismus. Dunkler Okkultismus heißt, man benutzt Wissen gegen andere Menschen, die dieses Wissen nicht haben. Und es ist heute in Zeiten des Internets nicht so, dass dieses Wissen noch wirklich geheim wäre. Nur die Okkultisten setzen darauf, dass sich die große Masse der Menschen nicht informiert und nicht nachvollziehen kann, welche Methoden gegen sie eingesetzt werden. Also das, was ich jetzt erzähle, steht nicht exklusiv auf einer Schriftrolle im Haus der Rothschilds, wo es vor den Nicht-Eingeweihten versteckt wird, sondern es ist offentlich zugängliches Wissen, das auch wissenschaftlich nachgeprüft werden kann. Es wird einem so, wie ich es jetzt erkläre, aber nicht in der Schule, den Universitäten oder den Medien vermittelt und damit auch äußerst selten von Familie und Freunden. Die Elite will dieses Wissen für sich und deshalb wird es nicht übermäßig an die breite Bevölkerung weitergegeben. Also verzeiht mir kleinere Fehler, ich bin auch kein Experte, aber im Groben ist das, was ich euch jetzt erzähle, korrekt. Es geht um die Noch mal eben ein kleines Wort hier zu dem Herrn Mark Passio. Ich habe auch einige seiner Beiträge angeschaut. Kann man durchaus tun. Bloß was mir dort immer wieder fehlt, auch bei dem Tillmann Knechtel und allen, fast allen, die diese okkulten Dinge aufdecken und die Dunkelheit aufdecken, es fehlt dort der absolut wichtigste, allerwichtigste Bestandteil, die wichtigste Erkenntnis, die es jemals in unserem Leben geben kann, nämlich die Erkenntnis dieses einen ewigen Gesetzes, die göttliche Liebe. Ohne diese Erkenntnis ist alles Streben nach Wahrheit vergebens und null und nichtig. Denn allein nur über diese Erkenntnis kommen wir zur Wiedergeburt durch den Geist göttlicher Liebe. Und nur dann sind wir aus Gott geboren und gehören zu der Braut Christi. Und nur dann hat der Satan keine Macht mehr über uns. Er kann uns zwar unseren Körper nehmen, aber unsere Seele wird dorthin zurückkehren, woher sie gekommen ist, nämlich zu unserem himmlischen Vater, Mutter, Gott, von dem Jesus auch geredet hat. Von unserem Vater, Mutter, Gott, in dem männlich wie auch weiblich eins ist. Er ist weder eines noch von beiden und doch ist er beides in einem, denn in ihm gibt es keine Trennung, sondern in ihm ist beides vorhanden. Deswegen spricht man dort nicht von männlich und weiblich, sondern er hat die Schöpfung so geschaffen, nach seinem Ebenbilde, damit beides
in dem Menschen wieder eins werde, so wie es in ihm eins ist, aber aus der persönlichen, freien Entscheidung eines jeden Menschen heraus. Denn hätte er uns so erschaffen von Anfang an, dann hätte er uns als willenlose Sklavenroboter sozusagen erschaffen, die gar keine Möglichkeit gehabt hätten, das aus freier Entscheidung zu tun. Und darum muss dieses Getrennte sozusagen wieder durch die Vereinigung des göttlich-männlichen und göttlichen-weiblichen wieder eins werden in uns. Damit wir wirklich im Ebenbilde Gottes dann auch sind, so wie es auch Jesus der Christus war auf Erden, als er hier auf Erden gewandelt ist, und uns das heilige Gesetz in seiner Vollkommenheit und ganzen Fülle dort gepredigt hat und als lebendiges Beispiel dort gezeigt hat, indem er auch gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Gehen wir nochmal weiter hier im Video. Die beiden Gehirnhälften, wie sie zusammenarbeiten sollten, wie sie es bei den meisten Menschen leider nicht tun und wie die Sozialingenieure alles dafür unternehmen, dass die beiden Gehirnhälften aus dem Gleichgewicht geraten. Ich weiß, Neurologie ist tausendfach komplexer, aber generell ist es so. Die linke Gehirnhälfte ist primär für Intellekt, Logik, Wissenschaft, Mathematik und so weiter verantwortlich. Also der analytische Teil des Gehirns, der sich vor allem um die Lösung sachlicher Probleme kümmert. Im Okkultismus gibt man der linken Gehirnhälfte die Eigenschaft männlich, man symbolisiert sie durch die Farbe Rot und durch ein Dreieck mit der Spitze nach oben. Die linke Seite ist die eher sachliche, pragmatische Seite des Gehirns, deshalb nennt man sie auch männlich, da das eher männliche Eigenschaften sind. Die rechte Seite steuert primär Emotion, Intuition, ganzheitliches Denken, Mitgefühl, Kreativität. Die Okkultisten geben der rechten Gehirnhälfte die Eigenschaft weiblich, symbolisieren sie mit einem Dreieck mit der Spitze nach unten in der Farbe Blau. Klar, denn Emotionalität. Nochmal ein Wort zu der Kreativität. Deswegen ist auch der Satan ein Zerstörer, genauso wie sein auserwähltes Volk. Denn ihm fehlt jegliche Kreativität. Er kann nur kopieren und andere dazu bringen, für ihn kreativ zu werden. Ne? Genauso wie dort Wissenschaftler und wer nicht alles dafür ausgenutzt wird, diese ganzen Transhumanismus-Technologien zu entwickeln und so weiter und so fort. Das tut nicht der Satan selbst, sondern das tun hier die Menschen, die er dort für sich instrumentalisiert. Beziehungsweise mittlerweile tut es ja schon dort die KI in diesen Quantencomputern, die ja schon den menschlichen Intellekt dort bei Weitem übersteigt und diese ganzen Programme und Dinge können auch von keinem Menschen mehr dort verstanden, nachvollzogen oder erklärt werden. Realität und Mitgefühl sind eher weibliche Eigenschaften. Dass die Geschlechter eher in eine entweder analytische oder emotionale Richtung tendieren, ist klar. Das ist natürlich. Aber bei einem gesunden, geistig ausgeglichenen Menschen müssen beide Seiten aktiv sein und zusammenarbeiten. Bei beiden Geschlechtern muss sowohl die weibliche als auch die männliche Gehirnhälfte funktionieren. Man kann als Mensch nur wirklich für Freiheit stehen, wenn diese beiden Gehirnhälften in Balance miteinander funktionieren. Nur bei einer Balance der Gehirnhälften kann man einerseits in Harmonie mit dem Naturrecht leben, es andererseits auch verteidigen, wenn es darauf ankommt. Wer nicht weiß, was ich mit Naturrecht meine, der checkt bitte meine zwei Videos zum Kult des ultimativen Bösen. Also jede Person, deren Gehirnhälften nicht im richtigen Zusammenspiel arbeiten, hat einen Gehirnschaden, denn die Natur hat es so vorgesehen, dass die beiden Gehirnhälften sich richtig ergänzen. Deshalb sage ich vollkommen ernsthaft, die große Mehrheit der Menschen hat einen Gehirnschaden. Ich meine das nicht im übertragenen Sinne, ich meine eine schwerwiegende Schädigung des Gehirns bei der Mehrzahl aller Menschen. Und ich schließe mich selbst davon auch nicht aus, aber ich bin einen Riesenschritt weiter als die meisten anderen Menschen, da ich mir wenigstens dessen bewusst bin. Die Elite weiß, dass sie die Gehirnhälften aus ihrer Balance bringen muss, um Sklaven zu erschaffen. Das ja, nochmal ein Wort hier auch zu der Erkenntnis des göttlichen Weiblichen, der Erkenntnis des heiligen Gesetzes, nämlich der göttlichen Liebe. Ne, ich habe ja auch schon wieder darüber gemacht, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das bedeutet nicht etwa, wie gesagt, dass man dort Menschen schalten, das Böse schalten und walten lässt, dort jedes Unrecht dort geschehen lässt, ohne da einzuschreiten. Oder wenigstens seine Stimme zu erheben, um dort für den Unterdrückten oder Gepeinigten oder im schlimmsten Fall sogar Ermordeten dort seine Stimme zu erheben und zu sprechen.
wozu die Tiere zum Beispiel ja gar nicht imstande sind oder irgendwelche Kinder oder dergleichen, ne, sondern dass es darum geht, dass die Liebe zu dem Geschädigten sozusagen, zu dem unterdrückten Geschädigten oder Ermordeten natürlich weit überwiegen muss im Vergleich zu der Liebe zu dem Nächsten, der dort das Unrecht tut. Ne? Das heißt nicht, dass man, wie gesagt, aus dieser Liebe deinen Nächsten heraus dort nicht diesen Nächsten dort in die Schranken weisen darf oder sollte, der dieses Unrecht dort tut, sondern im Gegenteil, dass man aus der Liebe heraus zu diesem Geschöpf, was dort leidet, leiden muss aufgrund diesesjenigen, der dort Unrecht tut, seine Stimme erhebt. Dagegen. Und auch, wenn möglich oder wenn nötig, dann vielleicht auch körperlich dort einschreitet, sich dazwischen stellt, wie gesagt, ohne jedoch dabei Blut zu vergießen. Und deswegen sagte ja auch der Christus, es gibt nichts Größeres, als aus Liebe sein Leben für einen Bruder niederzulegen. Das nochmal dazu. Deshalb ist sowohl die Gedankenkontrolle und die Propaganda als auch die chemische Kriegsführung durch das Essen, die Impfungen und so weiter darauf ausgelegt, die beiden Gehirnhälften aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich sage nicht, diese Maßnahmen zielen nur darauf ab. Propaganda ist natürlich auch dazu da, einen einfach anzulügen, und die vergiftete Nahrung soll nicht nur das Gehirn schädigen. Man kann natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich sage nur, der Angriff auf das Gehirn ist ein wesentlicher Teil der Kriegsführung gegen uns. Also ja, dieser Angriff auf das Gehirn ist nicht das ist der Hauptbestandteil, der essentielle Hauptbestandteil der Herrschaft, der unangefochtenen Herrschaft des Satans und seines auserwählten Volkes hier auf Erden. Ne? Indem, wie gesagt, der Sklave von der linken Gehirnhälfte getrennt wird sozusagen und nur noch die rechte bei ihm herrscht und bei dem Herrschenden umgekehrt. Die linke Gehirnhälfte alleine ist die perfekte Herrscher, wie soll man sagen, Konstellation, der perfekte, in Anführungsstrichen, irdische Herrscher nach irdischen, wie sag ich, für das Wort jetzt, also nach irdischer Herrschaft jedenfalls, ne, durch Unterdrückung, durch Gewalt und dergleichen. Das ist der perfekte Satansherrscher, bei dem die rechte Gehirnhälfte komplett nicht genutzt wird, bei dem die komplett tot ist. Ne, und der perfekte Sklave ist derjenige, bei dem die linke Gehirnhälfte komplett tot ist und nur die rechte Gehirnhälfte dort funktioniert und arbeitet. Und wie gesagt, die Eliten tun alles dafür, damit das der Fall ist, damit die Sklaven diese linke Gehirnhälfte nicht mehr fähig imstande sind zu benutzen. Darauf ist auch das ganze Bildungssystem aufgebaut. Die Kinder werden schon von Grund auf dazu erzogen, nicht kritisch zu denken und nicht Dinge zu recherchieren und dergleichen, sondern einfach alles so hinzunehmen, in ihrer Naivität dort hinzunehmen, den Obrigkeiten zu vertrauen und nichts zu hinterfragen. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn eine Gehirnhälfte über die andere dominiert. Es entstehen je nach Gehirnhälfte die unterschiedlichsten Charakterstörungen, und man kann dabei oft nicht mal sagen, welche Gehirnseite dominiert, denn das Ungleichgewicht kann in beide Richtungen ausschlagen. Hier mal ein paar Symptome der Dominanz des linken analytischen Teils des Gehirns. Wenn der linke Teil dominiert, dann entwickelt man eine sehr irdische, egoistische, teilweise auch nihilistische Persönlichkeit. Die linke Gehirnhälfte kümmert sich vor allem um den Überlebensinstinkt. Das heißt, bei der Dominanz der linken Gehirnhälfte ist man zwar gut darin zu denken und sachliche irdische Probleme zu lösen, aber es fehlt der Einfluss der rechten Gehirnhälfte, weshalb man bei extremer linker Dominanz so wird wie ein gefühlloser Roboter. Man ja, wie gesagt, deswegen auch das perfekte Herrschergehirn, wo nur die linke Gehirnhälfte dominiert. Und das finden wir natürlich beim ewigen Juden zu 1:1 zu 100% wieder. Bei ihm ist es, er hat keine Skrupel, kein Mitgefühl, überhaupt kein Problem damit, Millionen von Menschen dahin zu raffen.
Er hat ja sowieso, er sieht sich ja sowieso in der gottgegebenen Herrscherposition hier auf Erden. Er ist der Einzige, der hier als Mensch bezeichnet werden kann. Alle anderen sind nur Tiere, die nur geschaffen wurden, um ihnen zu dienen. Das ist seine Ideologie, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist und die sein ganzes Sein und seine ganze Natur ausmachen. Er ist, wie gesagt, bar jeglichen Mitgefühls, jeglicher Skrupel, jeglichen Gewissens und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch bei den ganzen Politikern so, dass sie einfach, oder jemand wie Stalin zum Beispiel, der 60, 70 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, das ist für sie nicht mehr als ein Fingerschnipsen. Und von solchen Menschen werden wir regiert, wird die Erde hier regiert. In den meisten Fällen natürlich aus dem Schatten heraus, obwohl natürlich das für diejenigen, die das dort recherchieren und hinterfragen, einfach nur offenbar sein sollte und muss, als sei es im Rampenlicht. Es ist einfach nicht mehr zu übersehen. Ne? Und deswegen ist dort der Jude auch absolut materialistisch gesinnt. Nur auf das Anhäufen irdischer Schätze, auf das Anhäufen irdischer Macht, auf Ausbeutung und dergleichen. Und das, wie gesagt, ohne jegliche Gewissensbisse. Es gibt kein Gewissen bei diesen Tieren. Man muss die Tiere nennen, das ist nicht der Mensch, der im Ebenbilde Gottes geschaffen wurde. Denn die rechte Gehirnhälfte, nur die rechte Gehirnhälfte in Kombination mit der linken, die dort uns dann von solchen Dingen abhält, die für den Juden halt das tägliche Brot sind und mit denen er auch überhaupt kein Problem hat, nämlich dass die linke Gehirnhälfte uns davon abhält, solche Dinge zu tun. Ne? Selbst wenn man einen Gedanken mal haben mag, dass man vielleicht eine Bank ausrauben möchte, weil man da so wenig Geld hat, so wird einen natürlich die rechte Gehirnhälfte dann davon abhalten, weil man ganz genau weiß, dass das Unrecht ist, und so weiter und so fort. Genauso ist es halt mit allen Dingen, wo man seinem Nächsten Unrecht tut oder ihm schadet, nur um davon einen Vorteil zu haben. Ne? Und das ist letztendlich die Aufgabe der rechten Gehirnhälfte, die dann in solchen Fragen über die Linke dominiert und die Erkenntnis, ne, dieses Gesetzes dann sozusagen uns von diesen Dingen abhält, weil wir es besser wissen, dass wir uns damit im Endeffekt nur selbst schaden. Dass wir das, was wir unserer Erdenmutter antun und dem Reich der Erdenmutter, das tun wir uns im Endeffekt nur selbst an. Wenn wir einen Menschen töten, töten wir uns selbst. Wenn wir ein Tier töten, töten wir uns selbst. Wenn wir die Natur vergiften, vergiften wir uns selbst und so weiter und so fort. Man hat kognitive Fähigkeiten, aber keine Seele. Man hat Intellekt, aber keine ganzheitliche Intelligenz. Denn die rechte Gehirnhälfte muss eben auch funktionieren und die Fähigkeit für Emotionen und Mitgefühl aktivieren. Das bedeutet aber nicht, dass sich die rechte Gehirnhälfte nur um Emotionen kümmert. Es ist sowieso nicht so einfach, wie ich es darstelle, aber es ist die einfachstmögliche Darstellung, die trotzdem im Wesentlichen wissenschaftlich korrekt ist. Also die rechte Gehirnhälfte ist neben den Emotionen auch zuständig für das ganzheitliche Denken und die Kreativität. Das sind wiederum kognitive Fähigkeiten, die auf dieser emotionalen Komponente der rechten Hälfte beruhen. Vor allem ganzheitliches Denken ist entscheidend. Ganzheitliches Denken bedeutet, verstehen, was um einen herum passiert. Wer ganzheitlich denkt, macht nicht das gleiche wie jemand, der eine mathematische Gleichung mit der linken Gehirnhälfte löst. Wer ganzheitlich denkt, nimmt sowohl emotional als auch mit seinem Intellekt wahr, was allgemein auf der Welt vor sich geht. Wenn die linke Gehirnhälfte dominiert, dann ist das ganzheitliche Denken nicht aktiviert und man läuft allein irdischen Zielen nach, wie in einem Rollenspiel oder einem Ego-Shooter. Aber man muss nicht zwingend abstumpfen, man kann auch durch die ständige Benutzung allein der linken Gehirnhälfte sehr naiv werden und nicht verstehen, wie andere Menschen ticken. Man hat bei linker Dominanz kein oder wenig Bewusstsein. Wenn man ja, natürlich, weil man halt auch nur an sich selbst denkt, nur auf sich selbst schaut. Wer durch die linke Gehirnhälfte dominiert wird, dem ist es völlig, dem ist sein Nächster völlig egal. Und Überlegungen, wie Rücksicht auf seinen Nächsten zu nehmen, spielen dort in den Überlegungen und im Handeln eines solchen Menschen nicht die geringste Rolle. Ne? Sondern dafür ist halt auch die rechte Gehirnhälfte zwingend notwendig.
Wenn man wiederum dadurch extrem abstumpft, ist man im Grunde einem Tier sehr ähnlich, das jagt, um zu überleben. Das heißt, man geht zur Arbeit, man kriegt sein Geld und hofft, dass man eines Tages mehr Geld bekommt, und das war's dann auch. Denn es gibt ja sonst nichts von Bedeutung in diesem Leben. Leider ist die Denkweise von sehr vielen Menschen leider so engstirnig, dass es Menschen wie mir schwerfällt, mich überhaupt noch mit ihnen zu unterhalten. Leute, die im Jahr 2016 leben, einer Zeit, in der die Welt kurz vor dem Kollaps steht und sie kurz davor sind, den Rest ihrer Freiheit auch noch zu verlieren. Und man muss sich mit ihnen darüber unterhalten, wie viel Geld sie verdienen, dass sie sich Hoffnung machen, in 2 Jahren eine Gehaltserhöhung zu bekommen, welches Auto und welche Couch sie sich bald kaufen. Diese Leute sind geisteskrank, obwohl sie natürlich darauf bestehen werden, dass ich der Kranke bin. Ich kann ihnen aber versichern, sie sind geisteskrank. Es gibt Leute wie Oliver Janich, die ihre ganze Existenz aufgeben und ins Ausland flüchten, weil die Lage so verdammt ernst ist. Europa steht kurz vor dem Untergang und diese Leute sitzen da und labern was von ihrem Beruf und wie viel Geld sie verdienen, als ob das noch irgendeine Rolle spielen würde. Aber zurück zu den Gehirnhälften. Also die extremste Form von linksseitiger Dominanz ist natürlich der Psychopath. Jemand, der körperlich nicht mehr in der Lage ist, seine rechte, emotionale Gehirnhälfte zu aktivieren. Das heißt, ein Psychopath kann analytisch extrem intelligent sein, gerade weil ihn seine rechte Gehirnhälfte nicht belastet. Aber ihm fehlt das, was ihn zu einem vollwertigen Menschen machen würde. Mitgefühl, Emotionen, aber eben auch Bewusstsein und Kreativität. Wenn dagegen die rechte Seite dominiert, dann verschwindet zwar der Egoismus der linken Seite. Ja, hier war es nochmal. Es führt zu dem Glauben, dass sie das gottgegebene Recht haben, über andere zu herrschen durch Gewalt. Und das ist natürlich die Herrschaft des Satans. Der Satan herrscht über Angst und Gewalt, genauso wie sein auserwähltes Volk. Deswegen sagte Jesus der Christus natürlich auch, dass derjenige, der Größte unter uns oder unter euch sein will, der soll in Liebe dienen. Das bedeutet Herrschaft, in Anführungsstrichen, nach himmlischen Gesichtspunkten, nach himmlischer Art und Weise sozusagen. Nämlich zu herrschen dadurch, dass man in Liebe dient. Das ist Herrschaft nach Gottes Art sozusagen, und die Herrschaft nach Satans Art ist natürlich das exakte Gegenteil davon. Der vollkommene Mangel, die Abwesenheit jeglicher Liebe und jeglichen Mitgefühls und dergleichen, sondern allein intellektgesteuert, ne, und nur durch Angst und Gewalt. Aber man schlägt um in ein anderes Extrem. Denn bei der Dominanz der rechten Seite verkümmert der Gedanke, dass man selbst ein Mensch ist, der bestimmte Rechte hat und dem man diese Rechte auch nicht absprechen darf. Man ist nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass einem Unrecht angetan wird und dass man sich dagegen wehren muss. Die Dominanz der rechten Gehirnhälfte führt unter anderem zu Naivität, Kindlichkeit, Sklavendenken, primitiven religiösen Glauben. Was wichtig ist, egal welche Seite dominiert, im Kopf des Menschen herrscht je nach der Stärke der Unausgeglichenheit moralischer Relativismus. Auch hier sehen wir es nochmal: bei Dominanz der rechten Gehirnhälfte führt das zu einem Zustand, in dem man zu einem willenlosen Befolger oder Nachfolger der Autorität, sprich des Satans hier auf Erden und seines auserwählten Volkes dann wird, der sich, wie gesagt, dort fügt und unterwirft, willenlos und bedingungslos, ohne nachzufragen, ohne zu hinterfragen und ohne kritisch zu denken. Einfach nur sich dort unterwirft. Wer linksseitig ist, denkt, ich habe das Recht, über andere zu herrschen, denn das Leben ist nur Survival of the Fittest. Egal, was ich anderen antue, es gibt eh kein richtig und falsch. Das ist natürlich der Extremfall. Bei den wenigsten Menschen ist es so stark ausgeprägt, aber sehr viele und leider immer mehr Menschen zeigen starke Tendenzen in diese Richtung. Wenn man rechtsseitig ist, denkt man sich, ich selber habe eh keine Rechte. Es ist okay, wenn ich versklavt bin. Ich werde mich nicht verteidigen, macht mit mir, was ihr wollt. Es gibt
gibt sowieso kein richtig und falsch. Also die vollkommen geisteskranke Behauptung, man könne sowieso nicht sagen, was richtig und falsch ist. Moralischer Relativismus. Aber das interessiert das Naturrecht einen feuchten Dreck. Das Naturrecht ist eine unpersönliche Kraft, die nach bestimmten Regeln funktioniert. Und Okkultisten wissen, dass das Naturrecht gilt und für immer gelten wird. Nur diese Einsicht wollen sie vor den Nicht-Eingeweihten verstecken. Und da das so wunderbar funktioniert, herrscht heute höchstwahrscheinlich der größte moralische Relativismus in der Geschichte der Menschheit vor. Jetzt will ich erklären, was im Gehirn passieren sollte, damit ein harmonisches Gleichgewicht im Geist eines Menschen vorherrscht, wodurch er echte Erleuchtung erlangen kann. Auch für diese Erklärung gebe ich keine hundertprozentige Gewähr, aber auch das, was ich jetzt sage, sollte im Wesentlichen stimmen. Also das Gehirn ist in drei Bereiche unterteilt. Das Großhirn, das limbische System und das Stammhirn, auch Reptiliengehirn genannt. Das Großhirn ist das Kommandozentrum des Gehirns. Zu diesem Großhirn gehören die zwei Gehirnhälften. Vor allem der Neokortex, die oberste Schicht des Großhirns, ist beim Menschen äußerst leistungsfähig. Ja, hier haben wir es nochmal. Die linke Gehirnhälfte hier, der Master, sozusagen der irdische Herrscher, der durch Angst und Gewalt brutal herrscht, ohne jegliche Skrupel und dergleichen, ohne jegliches Gewissen. Ja, das ist halt die maskuline Dominanz sozusagen, die dann in der Unterdrückung, Ausbeutung jeglicher Art der gesamten Natur und Geschöpfung führt und halt, wie gesagt, dort keine Emotionen, Rücksichtnahme und dergleichen in irgendeiner Weise zu finden ist. Und hier wird es auch das Reptiliengehirn genannt, das ja auch ein Teil unseres Gehirns ist und das, wie gesagt, nur auf irdische Dinge gerichtet ist. Und für das geistige Dinge unfassbar sind, sozusagen nicht greifbar sind und auch nicht zu verstehen sind. Für sie ist es einfach nur Schwachsinn. Genauso wie es für die Juden damals Schwachsinn war, wenn Jesus gesagt hat, dass man auch seine linke linke Wange hinhalten muss oder soll und dem Bösen nicht widerstehen soll. Oder dass man in Liebe dienen soll. Das sind Konzepte, die halt für den Juden undenkbar sind. Undenkbar und nicht zu begreifen sind, wie man so denken und handeln kann. Das ist für die Juden ein Buch mit 7 Siegeln, das sie niemals verstehen werden. Denn sie sind, wie gesagt, rein linke Gehirnhälfte gesteuert. Für sie gibt es die rechte Gehirnhälfte nicht. Das ist extrem wichtig zu wissen. Deswegen gab es ja auch von Valentin damals dort die Ansicht, die Einteilung in drei Kategorien von Menschen. Einmal der pneumatische Mensch, sprich der Geistmensch, ja, der die geistigen Dinge, der wiedergeborene Mensch sozusagen, oder der inkarnierte Geistmensch sozusagen, der schon wiedergeboren ist, aber sich trotzdem nochmal entschieden hat, hier zu inkarnieren, um halt an anderen Menschen zu helfen. So denke ich jedenfalls, das sind die pneumatischen Menschen, die durch den Geist göttlicher Liebe wiedergeboren sind und schon errettet sind. Dann gibt es halt die psychischen Menschen, sozusagen die Seelenmenschen. Das sind die sozusagen, um die es noch geht, um deren Errettung, beziehungsweise Errettung aus Gottes Sicht und Verdammung natürlich aus Satans Sicht es geht. Die Seelen, die es noch zu gewinnen gilt, einerseits natürlich für Gott, um sie zum ewigen Leben zu bringen, zur Braut Christi zu machen, durch diese Erkenntnis der göttlichen Liebe und der damit verbundenen Reue, Buße und Umkehr, die dann automatisch folgen wird. Und natürlich dann andererseits für den Satan, die er natürlich dann mit sich in die Verdammnis reißen will. Ne, und das sind die, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die Hyliker, genau, die hylischen Menschen. Das sind die drei Sorten, die Hyliker, die Psychiker und die Pneumatiker. Die Hyliker sind Satans Werkzeug hier auf Erden, die repräsentieren den Satan auf Erden, Pneumatiker sind die Braut Christi, die repräsentieren Gott auf Erden und die Psychiker sind die, die in der Mitte sind,
die noch sozusagen, um die gekämpft wird. Und das sind Seelen, um die noch gekämpft wird sozusagen, die sich noch entscheiden müssen für eine von beiden Seiten. Ne? Zwangsläufig dienen wir ja sowieso einem von zwei Herren. Ne? Und wenn wir nicht wiedergeboren werden durch den Geist göttlicher Liebe, dann dienen wir letztendlich zwangsläufig, ultimativ dem Satan, auch wenn wir natürlich nicht zu 100% vielleicht dann von der linken Gehirnhälfte dominiert werden und uns Dinge wie Mitgefühl und dergleichen vielleicht nicht vollkommen fremd sind natürlich, aber es fehlt dort die Erkenntnis der Heiligkeit allen Lebens, dass man alles Leben so wertschätzt wie sein eigenes und nicht zum Beispiel halt seine eigenen Gaumenfreuden über das Leben anderer Tiere stellt und man sie dann dazu verdammt zu sterben, nur damit sie auf seinem Teller landen, zur Befriedigung des Gaumengenusses sozusagen. Denn daran macht man sich auch einer Blutschuld mitschuldig und man setzt sich vor allem an den Tisch der Dämonen und macht sich dadurch dann zum rechtmäßigen Samen auch des Satans. Hören wir uns jetzt nochmal in die letzten Minuten hier dieses Videos an. Ich werde das Video hier nicht ganz zeigen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das natürlich dann auch ganz anschauen. Und nochmal eben eine Sache zu diesen ganzen Leuten, die hier genannt werden. Allein auch hier Tilman Knechtel schon oder auch Oliver Janich oder Marc Persio und so weiter und so fort. Sie alle tun natürlich ihr Teil dazu bei, die Dunkelheit aufzudecken. Aber wie gesagt, es fehlt immer dort der entscheidende Punkt. Es bringt nichts, die Dunkelheit aufzudecken, wenn man nicht gleichzeitig das wahre Licht gibt. Und das wahre Licht ist die Erkenntnis dieses einen ewigen Gesetzes, nach dem alle Menschen eines Tages gerichtet werden. Nämlich des Gesetzes der göttlichen Liebe, der Liebe zu aller Schöpfung. Auch das finden wir in Matthäus 25 wieder, dass wenn Jesus wiederkommt mit der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit mit all seinen Engeln, dann wird das die einzige Richtschnur sein, das einzige Kriterium sein, nach dem alle Menschen gerichtet werden. Unsere Taten bzw. unterlassenen Taten der Nächstenliebe gegenüber all unseren Mitgeschöpfen, Mitbrüdern und Mitschwestern. Und unterscheidet uns klar von den Tieren. Wenn die Gehirnhälften des Großhirns richtig zusammenarbeiten, dann regiert der Neokortex die niederen Gehirnteile. Das Reptiliengehirn oder Stammhirn kümmert sich um den Überlebensinstinkt, das limbische System ist für die Emotionen zuständig. Diese beiden Gehirnteile werden von der linken und rechten Gehirnhälfte gesteuert. Das Reptiliengehirn von der linken Hälfte und das limbische System von der rechten Hälfte. Wenn nun eine Gehirnhälfte beginnt zu dominieren, dann wird man entweder vom Reptiliengehirn oder vom limbischen System regiert. Wenn das Reptiliengehirn regiert, wird man triebgesteuert und emotionslos. Das Bild eines Reptils passt recht gut zu diesem Geisteszustand. Auch nochmal zu diesem Wort triebgesteuert. Da muss nochmal in diesem Zusammenhang auch die Beschneidung im Fleische erwähnt werden, was ja laut den Juden der Bund mit Gott ist, was aber letztendlich nichts anderes ist als der Bund mit dem Satan. Auch hier sind wir wieder bei Auswirkungen wie Gehirnschäden, die durch die tiefen Traumata dort ausgelöst werden, wenn ein 8-tägiges Kind dort genital verstümmelt wird, ohne Betäubung und dergleichen, dort ihm die Vorhaut weggeschnitten wird. Das ist so ein extremes Trauma für dieses Kind. Das ist auch nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen durch Gehirnscans, dass dort irreparable Schäden im Gehirn verursacht werden, die dazu führen, dass der Mensch oder dass ein solcher Mensch dann triebgesteuert wird und nicht mehr in der Lage ist, diese Triebe, die zu der Erfüllung niederer Gelüste sozusagen, niederer Triebe dann gedacht sind, diese zu kontrollieren. Er ist absolut dann triebgesteuert, impulsgesteuert. Und diese Impulse, wenn dann jetzt zum Beispiel jemand wegen irgendwas da sauer wird auf einen Menschen oder versucht es, ihn zu schlagen oder sogar schlimmer, ihn zu töten, dann wird das normalerweise von der rechten Gehirnhälfte verhindert durch Denken der Rücksichtnahme, des Mitgefühls und dergleichen. Das ist aber dann nicht mehr gegeben, wenn man dort vom linken
von der linken Gehirnhälfte dominiert ist oder halt dann diese Schäden davongetragen hat durch die Beschneidung, die sich auch vor allem auf dann den Frontallappen und auf die Mygdala sozusagen beziehen und wo der Mensch dann, wie gesagt, nicht mehr in der Lage ist, diese Impulse zu kontrollieren und zu steuern, sondern er wird Opfer derselben. Habe ich auch ein Video darüber gemacht, über die Beschneidung, letztendlich ein Bund mit dem Satan und nicht mit Gott. Und der Bund mit Gott geschieht durch die Wassertaufe. Und durch die, vor allen Dingen auch natürlich, durch die Erkenntnis in allererster Linie, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, durch die Erkenntnis der göttlichen Liebe, die zum Wohle aller tut und der daraus zwingend und logisch folgenden Reue, Buße und Umkehr. Ich werde jetzt nicht mit der Reptilien-Symbolik anfangen, aber die hat definitiv etwas damit zu tun. Wenn das limbische System regiert, dann wird man von Angst und Emotionen gesteuert. Nur wenn beide Gehirnhälften in Harmonie zusammen... Auch das natürlich, absolut wichtig, dann wird man von Angst gesteuert. Die Herrschaft der Angst, auch das für jeden, der dort ein ganzheitliches Gehirn zumindest annähernd hat, erkennbar die Herrschaft der Angst hier auf Erden durch den Satan, dass die Menschen durch Angst kontrolliert werden. Und wie gesagt, dass hier das allsehende Auge, das auf den Dollarschein zu finden ist, auch das repräsentiert letztendlich nicht dieses allsehende Auge, was wir als ganzheitliche Gehirn, die Vereinigung, die heilige Union von göttlich-männlich und göttlich-weiblich repräsentiert, sondern es repräsentiert die Herrschaft des Maskulinen, des Intellektes hier auf Erden, der jeglicher göttlichen, weiblichen göttlichen Eigenschaften entbehrt, nämlich der Liebe, der Kreativität, des Mitgefühls und dergleichen. Ja, damit sind wir jetzt hier auch eigentlich am Ende des Videos angekommen. Ich muss jetzt auch gleich arbeiten, von daher muss ich dieses Video jetzt hier leider abbrechen. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das gerne nochmal im Ganzen auch anschauen und schaut euch bitte auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, dazu meinen Teil 336, Teil 13 der Videoreihe Illuminati Monarch Mind Control dazu an. Und dann werdet ihr verstehen, wie wichtig dort das Gehirn ist und wie essentiell wichtig auch die das Verständnis über die Funktionen und auch über die Kontrolle und Manipulation des Gehirns dort für die Herrschaft des Satans und seines auserwählten Volkes hier auf Erden ist. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder mal, wie immer, für eure Aufmerksamkeit und sage Friede sei mit euch.